Audi ist heute wie gestern hier im freien Training eindeutig das beste Team. Wie auch gestern im zweiten freien Training zeigten sie hier am Morgen die schnellsten Runden. Gleich vier Audis mit den viertbesten Zeiten. Eduardo Mortara, der dritte von gestern im Rennen, heute der schnellste am frühen Morgen. Mercedes, die zwar die Führung in der Fahrerwertung verteidigen konnten mit Paul Di Resta, gestern im Rennen aber ansonsten keine so ganz glücklichen Rundenzeiten zeigten und nicht so wirklich gut abschnitten, sind hier am frühen Morgen mit Paul Di Resta, dem immer noch Führenden in der Fahrerwertung, auf den fünften Rang gekommen. Im freien Training weiß man immer nicht, wer welches Programm fährt und ich glaube, die Streckentemperaturen haben auch nicht ganz so viel mit dem Qualifying und dem Rennen nachher zu tun. Von daher müssen wir einfach mal abwarten. Grundsätzlich, ich glaube, haben wir gestern gesehen, wir tun uns ein bisschen schwer und werden versuchen, für das Rennen das Beste draus zu machen. Tom Blomqvist war es, der hier im dritten freien Training für BMW die schnellste Runde fuhr, die sechstschnellste insgesamt. Gestern war er ja im ersten Rennen noch auf den zweiten Rang gefahren und BMW hier absolut dominant gestern im Rennen. Wie sich das heute nun dann verteilt, das werden wir im Qualifying sehen um 12:50 Uhr.